Sind die Gewohnheiten der Leute von Medina ein Beweis? Nein, auf keinen Fall. Und dies, was einige behaupten, dass wie Amal Ahl al-Medina, die sagen, die Handlung von den Leuten aus Medina, das wäre ein Beweis, das stimmt nicht. Weil die Sahaba, radhiyallahu anhum, die waren nicht nur in Medina. Es gab Sahaba in Medina, es gab Sahaba in Mekka, es gab Sahaba, dass wir dort in der Zeit des Propheten s.a.w. haben die Sahaba sich auch verteilt. Und nach dem Ableben des Propheten s.a.w. waren die Sahaba seine Gefährten in verschiedenen Ländern. Also man kann nicht sagen, dass das, was die Leute in Medina gemacht haben, wäre Beweis. Das sagen natürlich die Malikiya, sagen Amalu Ahl al-Medina, das ist ein Beweis für sie, aber das ist nicht exakt, wallahu ta'ala. In bestimmten Themen könnte man sagen, aber nicht in allen.